Hallo Leute, ich möchte euch heute wieder ein ganz ein lustiges Spiel vorstellen. Und zwar spiele ich und meine Praktikantin mit dem Jay und mit dem Sarchi. Das ist die Praktikantin. Hallo, die Marlene. Und natürlich bin ich auch dabei. Hallo. Wir spielen ein Spiel. Das heißt, ich packe meinen Koffer. Ihr kennt es sicher. Wenn man dieses ich packe meinen Koffer spielt, dann heißt es, einer sucht eine Übung aus und der andere muss sie dann quasi nachsagen. Also ich packe meinen Koffer mit Socken. Dann sagt der nächste mit Socken und Unterhosen, mit Socken, Unterhosen und Leiberl, mit Socken, Unterhosen, Leiberl und einem Taucherbrille. Und sowas in der Art kann man auch mit Pferdetraining machen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, ich packe meinen Koffer und das erste ist, ich packe meinen Koffer und ich gehe dabei über das Podest. Also das heißt, das heißt, meine erste Übung war, man muss da, also das ist ein Podest, was man sieht, und da muss man quasi drüber gehen. Dann hat sich die Praktikantin eine zweite Übung ausgesucht. Jetzt gehst du mal drüber? Genau. Das heißt, sie zeigt es mal vor. Also sie müsste dann auch über das Podest, aber wir zeigen jetzt einfach, wie es weitergeht, weil sonst dauert es ewig. Das heißt, sie geht dann übers Podest, danach geht sie über die Stangen. Nach den Stangen muss ich natürlich auch wieder übers Podest und über die Stangen. Das heißt, ich bin jetzt schon in der Stangen-Dingsbums. Und dann bin ich dran. Tück, tück, über die Stangen. Und dann bin ich dran gewesen und habe gesagt, okay, die nächste Übung ist, wir gehen da jetzt her. Wieb, stopp. Und Jelly, nein, das ist die falsche. Also er soll es nicht mit der Nase berühren, sondern ein bisschen einen Schritt noch und stopp. Genau. Das heißt, ich muss da dreimal die Tonne, 1, 2, 3, mit meinem Fuß berühren, während ich reite. Und dann ist wieder sie dran. Okay, zeig du mal das mit dem, ja genau. Die nächste Übung war, sie tut ein Hütchen aufheben. Ja, also die Praktikantin hebt das Hütchen auf, zeigt es dem Sarchi und stellt es dann wieder irgendwo hin. Das heißt, ich muss dann auch hingehen und quasi das Hütchen aufheben und Jay zeigen und irgendwo hinstellen. Und das wird jetzt eine große Herausforderung mit dem Handy in der Hand. Stopp, stopp, stopp. Schaffe ich das? Oh Gott, man muss ja sagen, ich bin ja ohne Steigbügel nur auf Bareback-Pad unterwegs. Also dieses Hütchen, das zeige ich dann dem Jay. Jay, schau das Hütchen an. Okay, interessiert ihn nicht, er kennt das ja schon. Und dann... Verdammt. Okay, eigentlich soll es stehen, das heißt, jemand muss dann absteigen. Verdammt. Muss dann das Hütchen aufheben. Als nächste Übung war, sie müssen da dieses blaue Teil mit der Nase berühren. Das heißt, sie müssen hingehen. Diep, stopp und diep. Nein, nicht mit dem Fuß. Nein, mit dem Fuß. Ich muss ja sagen, ich versuche jetzt gerade einhändig da zu reiten, obwohl man mit einem Bose allein nicht einhändig reiten soll. Aber ja, jedenfalls der Jelly müsste dann das hier mit der Nase berühren. Das lassen wir jetzt, weil das kann ich mit dem Handy jetzt in der Hand nicht. Und dann ist die nächste Übung gewesen, die Praktikantin muss einen Hula-Hoop-Reifen von der Wand runterholen. Also von diesem Zaun runterholen. Weil Jay, kann man bitte rübergehen? Danke. Dankeschön. Das ist ja nämlich gar nicht so einfach, weil der Sarchi hat am Anfang ein bisschen Schiss gehabt vor dem Hula-Hoop-Reifen. Dann hat er es aber voll brav mitgemacht. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also sie nimmt den jetzt da runter. Er lässt ein bisschen anschauen. Dann lenkt sie ihn nochmal hin, mit dem Arsch zu wie. Hula-Hoop-Reifen runterholen. Und dann mit dem Hula-Hoop-Reifen irgendwo hingehen und ihn woanders wieder raufhängen. Das heißt, ha? Auf mich hängt es rauf. Ja, da muss ich meine Hand zur Verfügung stellen. Auf meine Hand hängen. Mit dem Handy in der Hand gar nicht so leicht und filmen. Boah, scheiße, ich hoffe, ich schalte nicht aus dazwischen. So, meine Hand. Das ist die Staffelübergabe. Genau. Matsche, komm, Vorderhand wenden. Danke, danke. Ich habe jetzt voll gesummt, glaube ich. Okay, ist auf meiner Hand. Und so geht das Spiel immer weiter. Das heißt, man schaut dann, dass man jedes Mal eine neue Übung rausfindet, die man noch so alles machen kann. Zum Beispiel wie einen Hula-Hoop-Reifen am Fuß balancieren, während man am Pferd ist. Geht das? Ja, okay, drehen kann ich nicht, aber so in der Art, die Kette ist immer weg, so in der Art, ein Hula-Hoop-Reifen am Pferd dran balancieren und ja, immer mehr und mehr weitere Übungen. Was bringt das? Es bringt erstens mal voll viel Spaß, zweitens werden die Pferde ziemlich cool, ja, ist ein Hula-Hoop-Reifen, ganz gruselig, ganz, ganz, ganz scary. Scheiße, dass ich gerade ein bisschen an, der bewegt sich sogar, schau, oh mein Gott, oje, mini. Erstens, die Pferde werden cooler dadurch, sie lernen mit den Problemen umzugehen, ja, das hat seine Füße berührt, tut mir leid, oh, Entschuldigung, dein Bein berührt, böse Reifen. Und sie werden einfach entspannter. Sie lernen dann mit solchen Sachen wie mit so einem Hula-Hoop-Reifen umzugehen. Und sie lernen einfach cooler zu werden. Und es ist voll lustig. Macht es nach. Ich freue mich, wenn ihr ein paar Ideen zeigt, die ihr kennt bei diesem lustigen Spiel. Baba!